Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und diese wunderbare Einführung oder Vorstellung. Ich bin hier tatsächlich mit einem Vortrag, den ich als von allgemeinem Interesse für Softwareentwickler sehe. Das heißt, es ist jetzt kein Hardcore-Forschungsvortrag, auch wenn diesem Vortrag etwas Forschung zu Kompetenzen, die Softwareentwickler mitbringen sollen, für den Arbeitsmarkt vorausging. Deswegen möchte ich nur kurz sagen, was wir machen. Ich bin Softwaretechniker von Haus aus mit einem Fokus auf Open Source Software. Für ein industrieorientiertes Publikum ist vielleicht am interessantesten, dass wir uns unter anderem mit Open Source Governance in Unternehmen beschäftigen. Was machen Sie, wenn Sie Open Source in Ihre Projekte und Produkte einbinden wollen? Also wie stellen Sie sicher, dass das rechtlich funktioniert, dass Ihr geistiges Eigentum geschützt oder offengelegt wird, je nachdem, wie Sie wollen. Oder auch, wie Sie zum Beispiel, wenn Sie sich im Open Source engagieren wollen, strategisch oder taktisch, wie Sie eine Community aufsetzen. Was heißt es, im Softwarebereich Softwareentwicklungs-Communities zu managen, nach sehr klar gewünschten Leistungszielen, warum zum Beispiel Ihr Arbeitgeber Ihnen die Zeit gibt, sich zu engagieren, Ihre geistiges Eigentum offenzulegen. Gut, dann gehe ich gleich in den Vortrag. Ich meine, ich habe insgesamt eine Stunde, wobei aber davon, sagen wir, 15 Minuten Fragen und Antworten sein sollten. Das ist das Prinzip. Oder habe ich mich in der Zeit getäuscht? Das ist eigentlich eine Dreiviertelstunde. Dann eine halbe Stunde. Gibt es einen Konflikt mit unserem Kollegen Bretschner? Du kannst natürlich wahrscheinlich großzügig eine halbe Stunde in der Keynote abgeben. Ich passe auf, dass ich um Viertel nach Eichstand fertig bin. Gut. Sie kennen vielleicht LinkedIn, ein soziales Netzwerk für Berufsbeziehungen. Wenn ich da das Wort Committer eintippe, kommt bei mir das raus. Ein Committer, das wissen Sie vielleicht, ist im Open Source eine Statusbezeichnung für jemand, der Schreibrechte auf Open-Source-Projekte hat. Das ist eine herausgehobene Beziehung, meistens auch eine Führungsrolle in einem Open-Source-Projekt. Und ich habe natürlich ein recht technisches Netzwerk, das die Liste geht viel, viel weiter. Das ist, wie sich Leute darstellen auf einem beruflichen Netzwerk, wo es darum geht, Kontakte zu pflegen, neue Jobs zu finden und so weiter. Hier ist ein Beispiel einer Person, der Lebenslauf, so wie er aussieht, und da sieht man das Unternehmen, für das er arbeitet, als oberstes Hortonworks und gleich als nächstes die Rolle in einem Open-Source-Projekt oder in mehreren, in diesem Fall bei der Apache Software Foundation. Diese Person und viele andere halten es für relevant, dass im Lebenslauf ganz oben steht, wo sie arbeiten und in welchen Open-Source-Projekten sie tätig sind. Warum? Hier ist, was Erich Gammer zu sagen hat. Erich Gammer ist einer der Autoren des Design Patterns Buch, des Original-Entwurfsmusterbuchs, zum Thema Open Source und Jobfinden für Softwareentwickler. Er sagt, ja, wenn da sich jemand bewirbt, als er noch bei IBM arbeitete und an der Eclipse-Plattform arbeitete, wenn sich jemand bewirbt und da sind Referenzen auf Open Source-Projekte dabei, wo die Softwareentwickler tätig waren, dann hat er sich das angeschaut. Und impliziert hier gab es eine stärkere Korrelation, die Leute waren da tätig. Das ist ein Kompetenznachweis, die haben wir eher eingestellt als Leute, wo wir keine solche öffentliche Arbeit in Softwareprojekten sahen. Dieser Vortrag jetzt stellt sich die Frage, ist das breiter so und warum ist das so? Konkret möchte ich reden über, was ist diese Open-Source-Karriere, von der ich behaupte, dass es sie gibt, also was sind die Schritte, die Stati, die man erreichen kann. Dann, was bedeutet das, dass man tätig ist und welcher ökonomische Wert bindet sich daran? Also Signale, die man sendet und deren Wert. Und dann müssen wir uns über ein kleines, aber nicht unwichtiges ökonomisches Konzept namens Wertaneignung unterhalten. Nicht jeder, der Wert schöpft, ist der, der davon profitiert. Die Person, die den Diamanten im Boden findet, ist nicht die, die das meiste Geld am Diamanten macht. So, hier eine Skizze dessen, was es ausmachen kann, ein Open-Source-Softwareentwickler zu sein. Links die grundlegende Karriere in einem einzelnen Open-Source-Projekt. Sie nutzen die Software, klasse, Sie sind Benutzer. Sie machen einen Beitrag, indem Sie zum Beispiel einen Fehlerbericht erstellen oder einen Patch einreichen, der einen Fehler behebt.
Wenn das geschieht und Ihr Beitrag wird angenommen, dann werden Sie implizit zu einem sogenannten Contributor. Da ist nichts Großartiges, man dankt Ihnen, man nimmt Ihre Arbeit entgegen, Qualitätssicherung findet statt und dann kommt ein Committer und nimmt Ihre Arbeit und pflegt vielleicht Ihren Codebeitrag in ein Open-Source-Projekt ein. Das ist die dritte Stufe, Committer. Committer sind in traditionellen Open-Source-Projektorganisationen die Führungspersonen. Sie haben eben Commit-Recht auf dem Code-Repository, da kommt es her. Meistens sind sie auch Hauptentwickler, aber primär haben sie über das Commit-Recht Qualitätssicherungsfunktion. Im Open-Source eingebaut ist ein grundsätzlicher Code-Review. Das ist eine Zwei-Stufen-Hierarchie, anders als in Unternehmen. Aber jenseits dieser grundlegenden Struktur in Open-Source-Projekten gibt es halt seit einiger Zeit eine erweiterte Karriere. Wer ist denn in Open-Source-Projekten tätig? Ein paar doch, okay. Open-Source ist ja schon lange kommerziell geworden, professionalisiert worden. Das hat sich dann Ausdruck gegeben in Open-Source-Foundations, die Eclipse Foundation, die Apache Software Foundation. Und die haben diese grundlegende Karriere erweitert. Man kann jetzt plötzlich nicht nur in einem Einzelprojekt eine Leitungsfunktion als Committer übernehmen, sondern man kann gleich separat nochmal in ein Projektmanagement-Komitee aufgenommen werden, in dem die Roadmap für ein Projekt oder eine Softwarekomponente entwickelt wird. Dieses Komitee, da gibt es dann eine herausragende Führungsposition natürlich. Und über die Arbeit in einem Projekt oder gar mehrere kann man dann nochmal echtes Mitglied der Foundation werden, wo man Übersicht hat über mehrere Projekte, wo man eine Coaching-Funktion hat für Neuankömmlinge in diesen Rollen und so weiter. Und natürlich wird es immer dünner, immer sparse, mehr sparse, je weiter man in der Karriere nach oben geht. So, das sind die verschiedenen Stati. Also, hier ist, was Christy Boner sagt. Er ist zuständig für Open Source bei Google. Erst einmal, sie stellen natürlich viel Open Source Entwickler ein. Und warum? Unter anderem, weil der Nachweis von Open Source Aktivität the ultimate referral ist. Wie kommt man an einen Job? Naja, Kollegen empfehlen einen. Ich habe noch nie einen Job über eine normale Bewerbung bekommen. Ich bin immer empfohlen, weiterempfohlen worden. Hat das Problem, dass man denken könnte als Arbeitgeber, ja, da tut jetzt jemand einem anderen einen Gefallen. Open Source ist da neutral. Es ist the ultimate referral, die ultimative Weiterempfehlung, weil es im Code ist. Das ist keine Gefälligkeit, sondern da kann man am Code sehen, wie gut jemand ist. Und das ist auch da, wo ein Teil des Wert herkommt, und dann kommt auch noch mal mehr gleich dazu. Was sehen wir durch Open-Source-Tätigkeiten? Erst einmal nachvollziehbare technische Kompetenzen. Open-Source ist öffentliche Arbeit. Was Sie machen, spricht für Sie oder kann gegen Sie verwendet werden, wenn Sie nur Fehler produzieren. Erst einmal ist das öffentliche Arbeit, wo jemand nachprüfen kann, wie denn Ihr Code aussieht, wie gut der Code ist, wie häufig Sie wo arbeiten. Dann ist es auch sehr stark soziale Arbeit im Team, wo Sie nicht nur zeigen, dass Sie in einem Team arbeiten können, sondern wo die anderen, indem Sie sie aufnehmen in ein Team, auch sagen, naja, mit dem kann man arbeiten. Es werden also über Ihre Peers soziale Kompetenzen bestätigt. Und dann, wenn man im Projekt weiter nach oben kommt, also zum Beispiel eine Committer-Position hat, ist man plötzlich in einer sehr sichtbaren Position, einer sichtbaren Rolle, an die sich, wie wir gleich sehen werden, verschiedener Wert, praktischer und ökonomischer Wert bindet. So, also in etwas mehr Detail. Ihre technischen Fähigkeiten. Erst einmal weisen Sie nach, Sie können programmieren, weil jemand wie Erich Gammer hingehen wird und sagt, was für einen Code hat er denn geschrieben? Dieser Code ist mir jetzt zugänglich. Anders als bei einer Closed-Source-Karriere, wo ich nicht den Code sehen kann, den jemand geschrieben hat, dieser Person also glauben muss, dass er ein guter Programmierer ist oder nochmal testen muss, kann ich hier umfangreich Code sehen, den jemand geschrieben hat. Also allgemeine technische Fähigkeiten sind nachvollziehbar, belegt auf unterschiedlichsten Ebenen, von klein, eine Methode hier, bis hin zu Softwarearchitektur-Diskussionen auf Mailinglisten, wo jemand sein Abstraktionsvermögen zeigt. Dann, vielleicht ist ja, jetzt aus Sicht eines Arbeitgebers, der Sie vielleicht einstellen möchte, Ihre Kompetenz zu einem sehr spezifischen Projekt relevant.
Open Source wird weit eingesetzt. Es gibt Studien, die sagen, dass Open Source in 80% aller Software, die heute vertrieben wird, drinsteckt. Open Source ist überall zu finden. Entsprechend, indem Software auf Open Source Komponenten aufsetzt, ist Kompetenz um diese spezifischen Komponenten ja vielleicht relevant für einen Arbeitgeber. So. Hier ist Martin Mikos, der ursprüngliche CEO, der MySQL groß gemacht hat und verkauft hat, arbeitet jetzt bei Eucalyptus, Cloud-Software, und sagt halt, jemand, der sich bei uns bewirbt, wenn der unsere Software kennt, ist er natürlich viel besser positioniert. Das ist relativ offenkundig und führt eben dazu, dass, wenn Sie sich bei diesem Unternehmen wollen, Sie quasi schon mal vorher mitprogrammieren, privat, und dadurch einfach eine bessere Chance haben. Das ist die technischen Kompetenzen zu zeigen und vielleicht sogar projektrelevant sich attraktiv zu machen. So, das Interessante ist jetzt natürlich dann ich bin meine Einzelperson an meinem Schreibtisch. Wir alle wissen, Softwareentwicklungsarbeit ist höchst soziale Arbeit. Also man kann nicht ernstzunehmende Projekte allein abwickeln. Und von daher findet jetzt im Open Source durch die Teamarbeit, die auch wieder öffentlich und dokumentiert ist, ein Nachweis ihrer nicht nur technischen, sondern eben auch sozialen Fähigkeiten statt. Und zwar indem andere Personen mit ihnen arbeiten wollen oder schlimmstenfalls sich auf Mailinglisten mit ihnen streiten, aber erst einmal trotzdem bereit sind, mit ihnen zu arbeiten. Dokumentiert und nachvollziehbar auf dem Web. Was bedeutet das? Unter anderem bedeutet das, es hat jetzt unterschiedlichste Auswirkungen. Ich werde mich primär fokussieren in der Zeit auf, was bedeutet es für das Finden eines Jobs und da zum Beispiel Gehaltsverhandlungen. Aber hier wollte ich noch einbringen eine ganz interessante Silicon Valley-Perspektive. Was passiert, wenn ein Risikokapitalgeber sich eine Start-up anschaut und sich fragt, soll ich in die investieren, ja oder nein? Dann will dieser Risikokapitalgeber wissen, können die denn überhaupt implementieren, schaffen, erreichen, was sie versprechen? Und woran will ich das denn messen, dass ich weniger Risiko in meinem Investment habe? Und diese eine Risikokapitalgeberin hier sagt, wie viele andere auch, naja, wir gucken uns natürlich die Leute an. Ein Startup ist klein, da kann man sich im Zweifelsfall noch jede Person einzeln anschauen. Und gerade bei einer Hightech-Startup schauen wir uns jeden Entwickler einzeln an und bewerten den nach seinen Kompetenzen, weil A, die individuellen technischen Kompetenzen und B, die über Open Source auch nachgewiesenen potenziellen sozialen Kompetenzen einfach entscheidend sind, ob dieses Startup das liefern kann, was sie verspricht. Jetzt sage ich ja, das prüft man so alles nach. Wie schwierig ist denn das? Wie objektiv ist das? Naja, es wird einem sehr einfach gemacht. Es gibt heutzutage jede Menge Webdienste, wo man hingehen kann und Projekte in Detail analysiert vorfindet. Hier ein Projekt namens Collect-D, ein Daemon unter Linux, Unix, der einfach verschiedene Systemdaten zusammensammelt. Habe ich jetzt hier gebracht, weil es ein ehemaliger Student von mir ist. Man sieht das Projekt an sich im Detail. Aber eben nicht nur das Projekt, sondern hier, die Person, nicht mehr Student, heißt Okto, sondern natürlich zum Beispiel dieser Dienst namens olo.net analysiert dann auch noch die Person im Detail. Also, wer ist das? Ich habe es jetzt hier ausgeblendet, aber hat sogar noch netterweise seine Privatanschrift da oben reingehängt gehabt. Da sieht man, was diese Person alles macht, wo sie tätig ist, wie aktiv sie im Open Source ist, welche Projekten sie beiträgt, und weiter unten habe ich jetzt hier nicht mehr, in welcher Programmiersprache sie tätig sind. Na, da Lebensläufe lügen, nicht grundsätzlich viele. Hier können Sie erkennen, Collect-D, das Projekt wird er gut kennen. Hier unten würden Sie sehen, ein echter C-Experte. 10 Jahre C-Erfahrung, jede Menge Commits zu unterschiedlichen Open-Source-Projekten. Mit ziemlicher Sicherheit weiß diese Person, was sie tut, wenn sie C und Linux programmiert. Das muss jetzt nicht irgendjemand die Hand für ihn ins Feuer halten. Nein, das sind harte Daten auf Basis 10 Jahre Projektarbeit.
Dann gibt es einen weiteren Aspekt, den ich kurz ansprechen wollte. Open Source ist interessant, weil die Arbeit in Open Source Projekten sich zum Teil sehr unterscheidet von traditioneller hierarchischer Arbeit in Unternehmen. In Unternehmen haben Sie links hier, jetzt in der etwas karikieren, natürlich sind modernere Unternehmen da besser aufgestellt, aber Sie haben erstmal eine Hierarchie. Und Hierarchie heißt, Sie sind irgendwo in einer Organisationseinheit und wenn Sie das Pech haben, dass Sie eine sehr politische Organisation haben, sind auch alle Silos, Sie wissen nicht, was links und rechts passiert. Sie sind diesem einen Projekt zugewiesen worden und gut ist. Dann, wie werden Entscheidungen getroffen? Naja, es gibt einen Vorgesetzten oder es gibt einen CTO und die Person weiß es besser. Ein guter CTO wird das kollaborativ eine Entscheidungsfindung herbeiführen, aber im Zweifelsfall gibt es hier eine Entscheidungshierarchie und gut ist. Ja, was machen Sie in einem Job? Sie machen das, was man Ihnen sagt, dass Sie tun sollen. Sie werden eingestellt als Softwareentwickler und dann kriegen Sie Ihre Tasks, Ihre Aufgaben zugewiesen. Open Source ist erst einmal sehr viel anders. Warum? Open Source ist egalitär in dem Sinne, dass, weil man immer nach konstruktiven Freiwilligen sucht, man sie nicht ausschließt. Konsequenz ist, alle Projekte bewerben sich, alle Projekte sind offen. Nicht nur dank Diensten wie Olo.net, sondern weil die Projekte das selbst wollen. In Unternehmen verstecken sich Projekte manchmal, hier bewerben sie sich und freuen sich, wenn sie kommen und nehmen sie auf und erzählen ihnen, was sie machen, in begrenztem Maße. Entscheidungsfindung ist meritokratisch, soll heißen, es wird im Zweifelsfall bis in die Morgenstunden oder lange, lange diskutiert, was denn die technisch beste Entscheidung ist. Warum? Naja, wenn jemand mit der Faust auf den Tisch hauen würde und sagt, gehen Sie weg, wir wissen es besser, dann gibt es keine Freiwilligen, dann gibt es keine Mitarbeit, dann gibt es kein gutes Team. Im Unternehmen haut man nicht so leicht ab, beim Open-Source-Projekt zieht man einfach zum nächsten weiter. Und weiterhin, Leute, zumindest die originalen Freiwilligen, sind natürlich zum Open-Source unter anderem deswegen gegangen, weil sie Lust haben und weil sie interessiert waren und bestimmt nicht, weil sie auf ein neues Prozessdefinitionsabteilung treffen wollten, die ihnen sagt, wie der Prozess genau zu funktionieren hat, weswegen Open Source in vielen Bereichen selbstorganisierend ist. Heißt nicht, dass alles neu gemacht wird, man nimmt viele Erfolgsmethoden mit, zwischen Projekten gibt es viel Überlapp und weil das Interesse ja ist, das Projekt erfolgreich zu machen, verhält man sich auch nicht etwa dumm. Gleichzeitig aber kommt es auf die Individuen drauf an. In einem Unternehmen ist das Ziel, sie in gewissem Rahmen ersetzbar zu machen. Man möchte nicht zu sehr von genau einer Person abhängen. Das ist nachvollziehbarer Managementwunsch. Im Open Source kann man sich aber darauf einstellen, weil die Leute, die man hat, die hat man und mit denen arbeitet man und man macht im Zweifelsfall auch Prozesse passend auf Idiosynkratien dieser Leute. Sonst würden sie halt weiter weggehen. Als Nebenbemerkung für Forschung, es ist super spannend, Open Source ermöglicht uns Experimente, wenn man so will, die berühmten 1000 Blumen blühen, wie man dann Prozesse aufsetzen könnte. Natürlich ist es so, dass 90% aller Open-Source-Projekte oder noch mal sehr viel mehr einfach fehlschlagen, weil das war halt nichts. Aber gleichzeitig ist es diese Experimentierfreudigkeit mit Prozessen, weil man sich auf die Leute einstellt, überhaupt diesen Suchraum möglicher Prozesse aufspannt, indem wir dann irgendwo Sweet Spots finden können. So anyway, lange Abschweifung. Warum ist das relevant? Weil Unternehmen natürlich von Wasserfall auf Agil, von Wildwuchs auf Produktlinien feststellen, dass es auch danach etwas noch geben mag. Und das ist das, was wir im Augenblick Inner Source nennen, den Transfer von Open Source Praktiken in Unternehmen hinein. Und das ist für mich ein heißes Forschungsthema, da gibt es große Nachfrage. Und Robert O'Callaghan, ein Distinguished Engineer der Mozilla Corporation, hielt es hier halt in diesem Quote so fest, dass Open Source Softwareentwickler deswegen attraktiv sind, weil in dem Maße, wie diese Werte der offenen Kollaboration, die ich eben geschildert habe, mitbringen, sie eben auch diese Werte in ein Unternehmen transferieren können. Und da, wo man festgestellt hat, dass man diese Werte braucht, ist das dann natürlich wiederum attraktiv für den Arbeitgeber. Gut,
Dann noch, ich habe über Kompetenzen, die im Individuum ruhen, geredet. Ich habe darüber geredet, wie das auch über Peers zertifiziert oder bestätigt wird. Was ist denn jetzt mit dem erarbeiteten Position im Projekt? Jetzt bin ich da nach langer Jahre Arbeit Committer geworden. Ich bin ein Qualitätssicherer. Ich habe Einfluss. Wenn ich nicht möchte, dass Code hier reinkommt, dann kommt er nicht hier rein. Das ist eine Machtposition. Was hat die denn für Auswirkungen? Also erst einmal halten wir fest, es ist eine Machtposition, weil man die Richtung eines Projektes mitbestimmt. Als Committer oder Projektmanagement Committee Mitglied sagt man, wie die Architektur aussehen soll, welche Technologien verwendet werden können, weist im Zweifelsfall andere Committer zurück, die nicht genehm sind, die nicht passen und so weiter. Das heißt, man beeinflusst die Projektrichtung. Gleichzeitig hat man aber auch eine Aushängeschildfunktion für das Projekt. Man ist eines von mehreren, aber einer begrenzten Anzahl, Gesichter eines Projektes. Alle Leute, die Committer sind einer bestimmten Software, nehmen wir ein Content-Management-System wie Drupal, haben Sichtbarkeit für die Benutzergemeinde. Das soll heißen, das sind die Personen, die Sie fragen, ach, halten Sie doch einen Vortrag auf unserer Drupal-Konferenz. Erzählen Sie uns doch was über die nächsten Features in der nächsten Release. Oder wie können wir das denn einsetzen im Bereich Intranet und PR oder irgendetwas. Das heißt, man hat hier eine sehr starke Sichtbarkeit, die auf die Person gerichtet ist und potenzielle Marketingfunktionen. Und das ist natürlich wieder für einen Arbeitgeber interessant, wenn nämlich die eigenen Produkte oder Dienstleistungen davon abhängen. Hier nochmal kurz Justin Ehrenkranz, ein Apache Software Foundation Mitglied, der hier bestätigt, wie diese höherwertigen Stufen in einer Open-Source-Karriere sicher Einfluss bedeuten. Man hat nämlich ein Vetorecht, das heißt, es ist organisatorisch abgesegnet, dass dieser Einfluss an bestimmte Positionen gebunden ist. So, und wie setzt sich das jetzt um? Naja, jetzt bin ich ein Arbeitgeber und sagen wir, ich biete Dienstleistungen um dieses Content-Management-System Drupal drumherum an. Das heißt, mein ganzes Beratungsgeschäft basiert darauf, dass ich Drupal-Content-Management-System-Lösungen vertreibe. Ich hätte gerne einen Committer in meinem Unternehmen, damit ich früher weiß, wo es denn hingeht technisch mit dieser Software. Im Zweifelsfall, dass ich klarer mit mehr Gravitas, sagt man, mit mehr Schwergewichtigkeit meine Meinung kundtun kann. Dass ich unglücklich wäre, wenn wir jetzt diese technische Entscheidung treffen und weil dann halt unser Geschäft leiden würde und es wäre doch im Interesse des Projektes, dass wir weiterhin aktiv mitarbeiten. Gleichzeitig macht es den Arbeitgeber attraktiver, weil andere gute Softwareentwickler ja sehen, diese herausragenden Entwicklerpersönlichkeiten arbeiten für dieses Unternehmen. In anderen Worten, Recruiting wird verbessert durch die Committer und ausgewiesenen Entwickler, die für ein Unternehmen arbeiten. Man bekommt Goodwill und Sichtbarkeit in der Community. Effekt auch die Annahme, dass ein Unternehmen, das Dienstleistungen um Drupal herum anbietet, entsprechende hohe Kompetenz hat, weil es ja die Kernentwickler oder einige Kernentwickler mit beschäftigt. Was hilft das? Naja, Vertrieb hilft das. Wo geht man hin? Naja, man geht zu einem Unternehmen, das weiß, was es tut. Und das wird halt nachgewiesen durch die aktive Tätigkeit in diesen Open-Source-Projekten. Hier ist ein ehemaliger Director der Eclipse Foundation, Kai-Uwe Metzel. Und er redet darüber, wie viele Jobangebote er bekommen hat, als er noch für IBM gearbeitet hat und an der Eclipse-Plattform gearbeitet hat, macht inzwischen nicht mehr. Er sagt, jedes Jobangebot sagt ganz klar, wir sind an dir interessiert, weil du diese Rolle bei Eclipse hast. Oder nicht deswegen, aber es ist ein wichtiger Aspekt, weil du bei Eclipse mitarbeitest, sind wir daran interessiert, dich einzustellen. Mit der Implikation, das ist ein wichtiger Aspekt deiner Arbeit dann auch bei uns. Weil wir, wie eben geschildert, wissen möchten, wie geht es weiter mit Eclipse. Wir möchten gehört werden, wir möchten stärker berücksichtigt werden, wir wollen vorne mitschwimmen und unser Geschäft basiert darauf. Gut. Wie wirkt sich das nochmal im nächsten Schritt dann weiter aus?
Es gibt nicht viel empirische Untersuchung, leider, aber eine gibt es, die recht bekannt geworden ist. Da hat man sich hingesetzt oder hat sich der Forscher hier Hahn hingesetzt und mit entsprechenden Umfragen versucht zu eruieren, was sind denn wirklich in Dollar die Auswirkungen für Gehälter von Softwareentwicklern. Hier geht es konkret um Committer-Status von Apache Software Foundation Mitgliedern, Softwareentwicklern, und er stellte fest, dass halt, wenn alles andere gleich war, also im Vergleich Softwareentwickler, die alle gleich kompetent waren, was ist das, die gleiche Ausbildung, gleiche Programmiererfahrung, gleiche Joberfahrung, Arbeitserfahrung, gleich häufig den Job gewechselt haben, etc. Alles gleich. Aber die einen hatten Apache-Committer-Status und die anderen nicht. Dass der durchschnittliche Gehaltsunterschied 29% mehr für die Committer waren. Das ist nicht trivial. Nur der Position in diesem Fall natürlich wichtigen Open-Source-Projekten wegen. So, das sind dann die Konsequenzen. Das höhere Gehalt ist in gewissem Rahmen empirisch belegt. Die Logik dahinter habe ich versucht darzustellen. Entsprechend setzt es sich auch um in eine gewisse höhere Jobsicherheit, weil ja insbesondere, wenn Sie für einen Arbeitgeber arbeiten, dessen Produkte und Dienstleistungen von der Open-Source-Software abhängen, sie einfach wichtiger sind als jemand, der nicht eine entsprechende Rolle in den relevanten Open-Source-Projekten hat. Gleichzeitig stellt man fest, dass die Joberfahrung reicher sein kann, wenn Sie wollen, weil Sie in viel mehr Kontexten arbeiten. Wenn Ihnen das nicht gefällt, machen Sie es nicht, aber Leute, die im Open-Source aktiv sind, mögen es eigentlich, unterschiedliche Kontexte zu haben. Das Open-Source-Projekt, die Arbeit für einen normalen Arbeitgeber, häufig auch die Brücke zu spielen zwischen dem, was der Arbeitgeber will und was man im Open-Source-Projekt macht. Gut, damit bin ich punktgenau gelandet. Entschuldigung, das muss jetzt sein. Sie können Details nachlesen in diesem Artikel. Offiziell ist er noch nicht veröffentlicht, habe ihn trotzdem für heute dann schon aufs Web gepackt. Stelle auch gern meine Folien zur Verfügung, ich weiß nicht, ob das geschieht. Und damit schließe ich, respektive freue mich gegebenenfalls auf Fragen. Ja, bestenfalls Dirk. Besten Dank, Dirk, für den Vortrag. Wir haben Zeit für Fragen natürlich. Von was lebt ein Open-Source-Entwickler? Ein Open-Source-Entwickler, 99% leben von dem Gehalt eines Arbeitgebers. Und der Arbeitgeber zahlt sie für die Arbeit im Unternehmen, von dem ein Teil und manchmal bis zu 100% tatsächlich auf die Mitarbeit an einem öffentlichen Open-Source-Projekt verwendet wird. Also vielleicht dann noch hinterher, diese Open-Source ist wirklich kommerziell. Also wir haben vor kurzem eine empirische Studie abgeschlossen, wo wir nachgeschaut haben, als ein Indiz, wann denn in Open-Source-Projekten gearbeitet wird. Man möchte ja meinen, naja, wenn das alles Freiwillige und Hippies sind, das ist dann irgendwie freitags, 1 Uhr nachts, weil da ist man richtig gut drauf. 50% aller Codebeiträge im Open Source finden statt montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 5 Uhr nachmittags. Also reguläre Arbeitszeiten in der westlichen Welt. Im Zusammenhang auch, wenn man früher so den Linux-Kernel am Boden gelassen und die ganzen Meldungen hochflackerten, wer die Treiber geschrieben hat, da hat man immer so einen Eindruck, da steht immer e-mail-adressen.edu.gov so und so. Und das hat mich schon mal Bernd Meyer dazu verleitet zu sagen, Free Software ist eigentlich Taxpayer-funded Software. Das ist also offenbar alles Leute sind, die irgendwelchen Forschungseinrichtungen oder Universitäten sitzen und scheinbar vom Steuerzahler für was bezahlt werden und was anderes anstellen. Hat sich das geändert, dass aus deiner Meinung das überzahlen oder wo sind die Arbeitgeber dort? Also den Wert, den ich eben genannt habe mit 50%, war mit ein paar Einschränkungen im Prinzip repräsentativ für Open Source. Das heißt, da stecken drin die höchst kommerziell relevanten Projekte der Apache Software Foundation und Eclipse Foundation und so weiter und beliebige Spielprojekte auf SourceForge, die von einer Person betrieben wurden, die eigentlich niemand anderen was interessierten. Das heißt, es gibt hier eine sehr hohe Korrelation zwischen
wie kommerziell relevant ist ein Projekt, wird es eingesetzt in kommerziellen Produkten und werden die Leute von Arbeitgebern voll für ihre Zeit an diesen Open-Source-Projekten bezahlt. Ich kann davon ausgehen, dass die Committer an Apache Software Foundation Projekten und von Eclipse Projekten alle voll bezahlt sind von einem Arbeitgeber und ihre Softwareentwicklung in diesen Open-Source-Projekten auf Kosten des Arbeitgebers machen. Das geht so weit, das Zitat habe ich draußen gelassen, auch von Kai-Uwe Metzel, der schon 2003, das erinnerte ich so richtig prägnant, gesagt hat, naja, das ist so, alle sehen den Schub von IBM hinter der Eclipse-Plattform und heute, 2003, werden Leute eingestellt mit dem Leistungsziel, innerhalb von 18 Monaten Committer-Status sich bei der Eclipse Foundation erarbeitet zu haben, weil die Arbeitgeber möchten, dass sie Personen beschäftigen, die entsprechende Position des Einflusses hat in diesen Projekten, den kommerziell relevanten Projekten. Bitte. Man liest immer häufiger, dass zum Beispiel der GitHub-Account oder so quasi schon fast zum Resümee wird. Mhm. Was halt in Sie davon, dass man das hegt und pflegt und bloß darauf achtet, keinen schlechten Code oder sowas zu haben. Genau, nein, das ist exakt richtig. GitHub ist aus meiner Sicht jetzt ein Beispiel, an dem jemand erkennen kann, wie gut sie sind. GitHub ist halt so stark gewachsen, dass es vielleicht von den verschiedenen Möglichkeiten, OLO, auch Stack Overflow ist entsprechend wichtig und GitHub vielleicht der erste Punkt ist, wo man nachschaut. Deswegen die Idee GitHub und GitHub-Resümee. Aber es gibt unterschiedliche Formen, wie Ihre Arbeit im Open Source bewertet werden kann und es gibt immer mehr kommerzielle Produkte, die das Hiring Managers, Entwicklern, Entwicklungsleitern und Personalverwaltung ermöglichen. Sie werden also auch zum gläsernen Programmierer. Wie ist die Apache Foundation jetzt zum Beispiel organisiert? Weil ich stelle mir Open Source Arbeit eher so dezentral vor. Mhm. Machen Sie das auch oder ist es schon auch, gibt es auch einen zentralen Anteil? Wissen Sie, wie viele Angestellte die Apache Software Foundation hat? Ich glaube, anderthalb. Ist eine freiwillige Organisation. Und es ist wichtig zu verstehen, dass natürlich die Softwareentwicklung, ich glaube, das ist hier klar, aber lassen Sie es mich trotzdem sagen, die Softwareentwicklung an der Apache Software Foundation nicht von den Angestellten der Apache Software Foundation stattfindet. Die Eclipse Foundation, die ein bisschen kommerzieller getrieben ist, ist, glaube ich, bei 18 Angestellten, aber auch die machen nicht die Softwareentwicklung, die machen einfach nur den Bürobetrieb, Regelungen ums geistige Eigentum drumherum, stellen die Infrastruktur für die Softwareentwicklung bereit. Das heißt, das sind alles mit sehr viel, mit geringem Aufwand betriebene rechtliche Organisationen. Und die gesamte Projektorganisation, wie Sie sagen, ist dezentral, geschieht in einem Gemisch aus agilen Methoden und Open-Source-Methoden, was das Projektmanagement, Anforderungen, Umsetzung, Implementierung betrifft. Kannst du vielleicht was zu der Motivation der Firmen sagen? Du hattest eben, wenn Firmen Open-Source-Software als kommerziell interessant empfinden, was sind das auch für Beweggründe? Welche Rolle spielt denn Open-Source? Ganz unterschiedlich. Das fängt an von, warum möchte SAP, dass die Business Suite nicht nur auf Windows läuft, sondern eben auch auf Linux? Das ist ganz klar. Wenn es nur Windows gäbe, würde der Lizenzpreis von Windows im Kontext SAP ganz massiv nach oben schnellen und weniger Geld bleibt für SAP übrig. In dem Maße, wie man sagen kann, lieber Kunde, Sie können Windows oder Linux wählen, halten Sie wechselseitig die Lizenzkosten in Schach und mehr Geld bleibt für SAP übrig. Das heißt, SAP hat ein Interesse, unterschiedliche im Software-Stack unterschiedliche Wettbewerb, um all die anderen Komponenten herbeizuführen, die nicht die sind, die man selbst verkauft. Da, wo man selbst verkauft, natürlich sollte möglichst nur eine existieren. Open-Source-Software wird in Produkten eingebunden. Entsprechend, wenn diese Komponenten, die da eingebunden werden, sehr wichtig sind, will man sich halt dran beteiligen. Unterschiedliche Gründe, einfach damit es gut läuft, weil die eigenen Produkte darauf basieren,
wenn man mehr Dienstleistungen anbietet, muss man halt, wie gezeigt, seine Kompetenz demonstrieren und so weiter. Und das macht man, indem man mitarbeitet, indem man einen öffentlichen Track Record hat über sein Engagement in Open-Source-Projekten.